Schlange stehen vor der Dächenhöhle in Iserlohn-Letmathe. Das sieht man nun wirklich nicht oft. Anlass sind in diesem Jahr die Höhlenlichter, die noch bis zum 22.03.2020 immer freitags bis sonntags von 16 bis 18 Uhr zu bestaunen sind. Erneut verwandelt Wolfgang Flammersfeld von World of Lights das unterirdische Zauberreich der Dächenhöhle in eine magische Farbenwelt. Beeindruckende neue Lichtinstallationen im Einklang mit der Tropfsteinpracht werden auch Sie verzaubern. Ja, mein Name ist Stefan Niggemann. Ich bin Geschäftsführer der Dächenhöhle und des Deutschen Höhlenmuseums in Iserlohn. Also in diesem Jahr haben wir in der Höhle relativ viele Projektionen. Es ist also sehr viel mit bewegten Bildern gearbeitet worden. Es ist also eine sehr bunte Angelegenheit in der Höhle. Wir haben in der Höhle Installationen, Kugeln, viele Farben. Aber eben Besonderheit ist dieses Jahr diese große Zahl von Bewegtbildern in der Höhle. Wir machen die Höhlenlichter ja nicht selber. Wir stellen die Höhle zur Verfügung, begleiten das Ganze logistisch. Durchgeführt wird das Ganze durch die World of Lights. Das ist also die das Lichtkunstkollektiv sozusagen von Wolfgang Flammersfeld und Rainer Hartleif. Der Wolfgang Flammersfeld hat also zwei Tage hier mit einem großen Team, 10 Leute, die ganze Höhle verkabelt, die Lampen da aufgebaut, hat sich das künstlerische Konzept überlegt. Und ja, so ist eben künstlerisch sozusagen das Ganze eine World of Lights Veranstaltung. Wir haben also dieses Jahr wirklich dann diese Kernveranstaltung, immer freitags bis sonntags von 16 Uhr, da ist der erste Einlass, bis 18 Uhr letzter Einlass. Und in diesem Zeitraum gehen dann regelmäßig die Gruppen in die Höhle. Und falls dann ganz viel los sein sollte, machen wir auch nach 18 Uhr noch eine Tour, dass also keiner draußen umsonst gekommen sein muss. Genau, im Museum, falls man zum Beispiel eine Wartezeit hat, wenn sehr viel Andrang ist, dann kann man sich selbstverständlich auch das Höhlenmuseum auf 2 Etagen angucken. Das hat dann auch durchgehend bis 18.30 Uhr geöffnet. Aufgrund des doch sehr hohen Andrangs hier noch ein Tipp von der Dächenhöhle. Am besten eine der späteren Führungen besuchen und nicht direkt um 16 Uhr erscheinen, denn die zahlreichen Gäste kommen mittlerweile von nah und fern. Alle weiteren Informationen findet man natürlich auch auf der Webseite www.dächenhöhle.de.